hier ist Julian von der Interessengemeinschaft Elektromobilität Berlin-Brandenburg. In dieser Ausgabe von Was ist eigentlich, erkläre ich euch mal, was Halbzellenmodule sind, was normale Module sind und wie die aufgebaut sind. Das habt ihr in dem anderen Video gesehen, das wir hier verlinkt haben. Und jetzt zeige ich euch mal sozusagen den neuesten Schrei, nämlich Halbzellenmodule. Dazu drehe ich einfach mal die Kamera. Ihr habt in dem ersten Video gesehen, dass ein Solarmodul aus einzelnen Zellen besteht. Das können 60 oder 72 oder noch mehr Zellen sein. Jede Zelle hat 0,5 Volt. Dann komme ich bei so einem Modul also auf ungefähr 30 Volt Spannung im Arbeitspunkt. Jetzt hat man bei Halbzellenmodulen Folgendes gemacht. Das könnt ihr hier hoffentlich sehen. Man hat die größeren Zellen in zwei Hälften geschnitten und hat damit bereits im unteren Teil dieses Moduls so viele Zellen, wie man normalerweise in einem ganzen Modul hat. Also dieses untere Feld ist nur ein halbes Modul, hat aber bereits so viele Zellen, wie man normalerweise in einem ganzen Modul drin hat. Damit habe ich praktisch zwei Module in einem. Und wenn jetzt auf die untere Seite des Moduls Schatten fällt, dann kann die obere Seite des Moduls ganz problemlos weiterarbeiten, ohne dass der String in irgendeiner Art und Weise negativ betroffen ist. Das ist also der Vorteil von Halbzellenmodulen. Ein weiterer Vorteil ist, ihr seht hier in der Mitte dieses Moduls eine Sammelschiene. Und der Vorteil ist, dass jetzt der Strom, der von den oberen und von den unteren Zellen produziert wird, einen kürzeren Weg hat innerhalb des Moduls und dadurch weniger Spannungsabfall stattfindet. Also Halbzellenmodule sind schattenresistenter, Halbzellenmodule haben auch insgesamt ein bisschen eine höhere Leistung. Ja, ich hoffe, ich konnte euch ganz kurz nahebringen, wozu Halbzellenmodule da sind und was die Vorteile sind. Ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.